Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist es, das aus unserem Staat einen demokratischen Rechtsstaat gemacht hat. Mit der Bindung von Verwaltung und Rechtsprechung an Gesetz und Recht, mit der Bindung der Gesetzgebung, also von uns, an die verfassungsmäßige Ordnung, wurden die Grundanliegen dieses Rechtsstaates in den letzten 70 Jahren verwirklicht. Was die Verfassungsgeber wollten, das ist uns, die AfD, als inzwischen leider einziger Partei der Rechtsstaatlichkeit, ein Anliegen. Also vor allem Grundrechte, Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte. Doch immer mehr und massiv zunehmend seit einigen Jahren, meine Damen und Herren, wird der Rechtsstaat von Ihnen, von den Altparteien und Altfraktionen ignoriert, gebogen und mit den Füßen getreten. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert. Und das auf nahezu sämtlichen Ebenen. Fangen wir ganz oben an beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der auf der Tribüne ist, Gunter Herr Steinmeier. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, wie der Verfassungsschutz von Sachsen vor kurzem herausgefunden hat, für Veranstaltungen, auf denen Musikgruppen, sogenannte Musikgruppen, ihre primitiven Gewaltfantasien ausgelebt hatten. Ich meine die peinliche Veranstaltung in Chemnitz. Und Sie haben Gratulationsschreiben an menschenverachtende, mörderische Regime gesandt. Ich meine den Iran. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien. Herr Kollege Brandner. Herr Präsident. Der Bundespräsident ist unser aller Staatsoberhaupt. Das habe ich gesagt. Wenn er, uns die Ehre antut, an unserer Debatte teilzunehmen, ist es nicht für Sie die Gelegenheit, ihn zu kritisieren. Bitte unterlassen Sie das. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien, verantwortlich für millionenfachen Rechtsbruch im Rahmen der von Ihnen verursachten Masseneinwanderung und damit auch mitverantwortlich für die daraus resultierenden Morde, Tötungsdelikte, Vergewaltigungen und viele andere Verbrechen und Vergehen, massenhafte Verstöße gegen Artikel 16a Grundgesetz.